weiß, heutzutage, selbst in katholischen Kirchen, ja dort sowieso, aber eben auch, ist es gang und gäbe, dass sie zur Kirche hinausgeworfen wird, weil sie sagen, das ist, das passt einfach nicht in die Kirche, dann kommen, man kann keine Gemeinschaft, man kann nicht alle umfassen, wie es der Papst machen möchte. Alles zusammen. Es geht nicht. Wir hatten einen strikten Auftrag von Gott, geht in alle Welt, lehrt sie alles halten, was er geboten habe, taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Gut, nicht drängen. Zuerst müssen wir mal das Vorbild sein, sodass der andere sagen kann, ja, sie zeigen das, was sie reden oder predigen. Zuerst muss man sie so gewinnen. Also das heißt, zuerst muss man bei sich selber anfangen. Nicht alle herein. Nicht, ja, nicht irgendwo etwas von dem Heiland, das Gott und oder Maria etwas zu sagen, sonst so die Gutmenschen. Es war immer schon ein Kampf für Gott einzutreten. Deshalb werden wir gefirmt. Als wir Streiter Christi werden. Nun, zu Gottes Mutter. Der schönste Titel, den man geben kann, ist Mutter Gottes. Es ist schon recht, wenn man diesen Titel und diesen Titel hier gibt. Wir sagen hier auch, nicht nur Königin, wir sagen hier Kaiserin, Maria Kaiserin. Da hat es ja viele Reklamationen gegeben. Wie es immer üblich ist, wenn man reklamiert, kennt aber die Kirchengeschichte und alles gar nicht. Sprich Theologie. Maria, die Augenweide Gottes. Man wirft sie also raus. Das sind meistens Theologen, hochgebildete Theologen, die nicht verstehen, was Liebe ist. Gottes Liebe. Wenn Gott in der zweiten Person auf die Erde kommt, in den Schoß einer Jungfrau, sie musste Jungfrau sein, da durfte nichts, nicht den kleinsten, ich weiß nicht, so etwas Kleines, was ich sagen möchte, gibt es auch gar nicht in der Sprache. Eine absolute Reinheit. Er durfte nicht ein Väterchen, nicht ein Millionstel von einem Stäubchen etwas sein in Maria, das nicht rein, hätte bald gesagt, wie Gott ist. Denn wäre das so gewesen, wenn nur der Millionstel von einem Staubteilchen noch im Schoße oder im Leibe Maria gewesen wäre, dann hätte Gott sich nicht von ihr Fleisch annehmen können. Denn das hätte sich mit der Gottheit nicht vertragen. Fürwahr, ein Kunstwerk des Heiligen Geistes, diese Schöpfung. Denn nicht durch einen Erdenmann hat sie den Samen erhalten, von niemandem Samen, sondern Christus ist nicht als Same heruntergekommen, sondern, das ist schwer zu erklären, die Seele, und in der Seele war schon etwas, die Energie eines Leibes kam in den Schoß Mariens durch den Heiligen Geist. Und dann nahm er von Maria den Leib an.
Wie rein muss dieser Leib sein und ist es geblieben bis zum Tode?